Selbst nach Jahren im Rampenlicht gibt es immer noch jede Menge ungelüftete Geheimnisse um Sacha Baron Cohen und viele Dinge, die der Otto-Normalzuschauer nicht über den Comedian weiß. Hier erfahrt ihr einige der interessantesten und am wenigsten bekannten Facts aus Baron Cohens Leben. Seit seiner Kindheit wollte Baron Cohen Schauspieler werden, wobei er am meisten vom Schauspieler und Komiker Peter Sellers beeinflusst wurde. Baron Cohen erzählte dem Guardian, er war ein so unglaublich realistischer Schauspieler, der auch wahnsinnig witzig war und dem es gelang, die Kluft zwischen Komödie und Satire zu überbrücken. Diesen Einfluss kann man leicht verstehen. Sellers, der behauptete, dass er außerhalb seiner Charaktere keine Persönlichkeit hatte, spielte seine Rollen nicht einfach nur, er wurde zu ihnen. I have a plan. Mein Führer! Mit 12 gründete Baron Cohen eine Breakdance-Gruppe, damit sie bei seiner Bar Mitzwa auftreten konnten. Als Teenager schrieb und führte er zahlreiche Sketche als Teil einer Jugendgruppe auf, darunter einen mit seinen Brüdern The Schwitzing Brothers. Baron Cohen beschrieb den Sketch im Podcast WTF with Mark Maron mit den Worten: Es ging darum, wie diesen schadisischen Juden so heiß wird, dass sie ihre Bärte rasieren und sich ausziehen und am Ende sogar zum Christentum konvertieren. Und das kam schrecklich an. Die Altersheime haben es gehasst. Im College trat Baron Cohen dem Theaterclub der Cambridge University namens Footlights bei. Nach seinem Abschluss setzte er sich ein Ultimatum von 5 Jahren, um es als Darsteller zu schaffen und arbeitete eine Zeit lang bei kleinen Fernsehsendern, wo er eine Figur entwickelte, aus der später Ali G wurde. Obwohl er sich selbst nicht als sonderlich religiös betrachtet, ist Baron Cohens jüdische Identität ein großer Teil seiner öffentlichen Person. Wenn möglich hält er Sabbat und arbeitet von Freitag bis Samstagabend nicht. Außerdem besucht er ein paar Mal im Jahr die Synagoge. Er ernährt sich koscher, wann immer es ihm möglich ist. Einmal knöpfte er sich einen Kellner während eines Rolling Stone Interviews vor, um sicherzustellen, dass sich in der servierten Vorspeise weder Krustentiere noch Schweinefleisch befand. Doch seine jüdische Identität geht über traditionelle Einhaltungen hinaus. Baron Cohen arbeitete in einem Kibbutz im Norden Israels, als er sich vor seinem Studium ein Jahr freinahm. Seine Abschlussarbeit schrieb er über die Allianz zwischen schwarzen Gruppen und Juden während der Bürgerrechtsbewegung, reiste durch Amerika und nutzte die Archive der ADL, um seine Forschungen zu vervollständigen. Außerdem spricht er fließend Hebräisch, die Sprache, die seine berühmte Figur Borat spricht. Ihr habt richtig gehört, ein mit Leib und Seele antisemitischer Charakter spricht Hebräisch. High five! Borat ist nicht einfach nur eine witzige Figur. Baron Cohen sieht ihn nicht nur als Mittel zum Zweck, um zu zeigen, dass einige Menschen intolerante Ansichten haben, sondern er zeigt vor allem, dass viele Leute gleichgültig sind und das ist weitaus gefährlicher. Dies wird am besten in einer berüchtigten Folge der The Ali G Show veranschaulicht. Borat singt das Lied In My Country There's Problem in einer Bar in Tucson, Arizona. Am Ende des Liedes applaudiert und jubelt der Großteil der Barbesucher. Baron Cohen sagte dem Rolling Stone, Borat funktioniert im Wesentlichen als eine Art Instrument. Da er selbst antisemitisch ist, lässt er die Menschen weniger wachsam sein und ihre eigenen Vorurteile ans Tageslicht bringen. Ob es sich nun um Antisemitismus oder um eine Akzeptanz von Antisemitismus handelt. What is the best gun to defend from a Jew? I would recommend either a 9mm or a 45. Zwar gab er zu, dass der In My Country There's Problem Sketch umstritten war, aber auf diese Weise sein Standpunkt bewiesen wurde. Für mich wurde etwas über diese Bar in Tucson enthüllt. Und die Frage ist, wurde enthüllt, dass die Barbesucher antisemitisch sind? Vielleicht. Aber vielleicht war es auch einfach so, dass ihnen Antisemitismus egal ist. Diese Behauptung wurde bekräftigt, als Forward den Country West Manager anrief, der sagte, uns wurde nur gesagt, dass er aus Kakastan oder so ähnlich kam. Eine Mitarbeiterin der Bar berichtete der Tucson Week, dass sie sich keine Sorgen mache. Im Fernsehen sieht man Schlimmeres und es gibt größere Probleme, mit denen man sich beschäftigen muss. Man könnte Sacha Baron Cohens Karriere ziemlich leicht zwischen einen Teil vor und nach Borat unterteilen. Doch dabei würde ein bedeutender Meilenstein ausgelassen werden. Nach seiner eigenen Einschätzung war die Auszeichnung mit dem Golden Globe für Borat der Moment, als sich seine Karriere änderte. Baron Cohen setzte sich gegen Schwergewichte und etablierte Schauspieler wie Johnny Depp und Aaron Eckhart durch. In seiner Dankesrede sprach er fast ausschließlich über die berüchtigte Nacktkampfszene des Films und markierte damit das wahrscheinlich einzige Mal, dass bei den Golden Globes die Worte Anus und Hoden gesagt wurden. Aber auch wenn er sich während der Preisverleihung seinen Spaß erlaubte, war es für ihn kein Witz. Baron Cohen erzählte dem Toronto Star, dass ihn die Auszeichnung, Zitat, von einem reinen Comedian zu etwas Größerem machte. Sie war ein positiver Beweis dafür, dass hinter Borat eine wahre Leistung steckt und verhalf ihm letztendlich zu einer ernsthaften Schauspielkarriere. Denn kaum hatte er den
grauen Anzug abgelegt, arbeitete Baron Cohen unter anderem mit Martin Scorsese und Tim Burton. Eine seiner ersten wirklich prestigeträchtigen Rollen nach Borat war Stationsinspektor Gustav in Martin Scorseses Hugo Cabret. Da er bislang vorwiegend im Comedy-Genre gearbeitet hatte, wusste Baron Cohen nicht, was ihn erwartete und gab in einem Interview mit Georgia Strait zu: "Ich habe erwartet, dass er ein Auteur ist und das ist er auch, aber ich denke, dass ein Teil seines Einflusses und der Grund, warum seine Filme so erfolgreich sind, darin liegt, dass er bereit ist, voll und ganz mit seinen Schauspielern zusammenzuarbeiten." Gemeinsam arbeiteten die beiden Filmemacher an der Ausgestaltung von Gustav. Im Drehbuch stand ursprünglich nur, dass Gustav darauf fixiert war, Kinder zu fangen und ins Waisenhaus zu bringen, aber Baron Cohen wollte ein Motiv für dieses Verhalten finden und schlug vor, dass er ein Kriegsveteran sein könnte. "See, I was injured in the war and it will never heal. Good evening, mademoiselle." Außerdem machte Baron Cohen Vorschläge für diverse Szenen, unter anderem den Moment, in welchem seine Figur ein Bad mit einem Hund nimmt. Er sagte über Scorsese, er war absolut bereit, jede Idee auszuprobieren, wie lächerlich der Vorschlag auch sein mochte. Und das beunruhigte die Produzenten. Bei der Oscarverleihung 2012 lief Baron Cohen in seiner Rolle des Admiral General Aladdin über den roten Teppich, um für seinen Film Der Diktator zu werben. Er trug eine Urne mit sich herum, von der er behauptete, sie enthalte die Asche von Kim Jong-il. In einem Moment, der weltweit für Schlagzeilen sorgte, verschüttete er die Asche während eines Interviews über Ryan Seacrest, woraufhin er weggeführt wurde. Was nicht viele über diesen Moment wissen: "Do you think that I'm lucky? Is this a vision of luck?" Seacrest war nicht das ursprüngliche Ziel. Etwas später verriet der E-Korrespondent in seiner Radiosendung mehr Details über den Vorfall und sagte, er habe Baron Cohens Frau Isla Fisher bei Saturday Night Live Backstage getroffen und sie habe sich für ihren Mann entschuldigt. Baron Cohen war für einen Auftritt als Aladdin im Weekend Update Segment eingeladen und sobald der Sketch abgedreht war, lief er zu Seacrest und fiel aus der Rolle, um sich zu entschuldigen. Seacrest erklärte, er sagte mir, dass ursprünglich geplant war, das, was auch immer in dieser Urne war, über George Clooney zu kippen. Doch irgendjemand hielt das für keine gute Idee, weil er für eine Menge Sachen nominiert war. Für ihn war es ein großer Abend. Dann drehten sie einfach am Rad der Tragödie und landeten auf meinem Namen. Rami Maleks Oscar-gekrönte Rolle als Freddie Mercury ließ viele Zuschauer vergessen, dass Sacha Baron Cohen jahrelang Teil des Queen Biopics sein sollte. Zwischen Baron Cohens Fähigkeit, sich in einer Rolle zu verlieren und Borats Mercury-ähnlichen Schnauzer machte die Besetzung fast zu viel Sinn. 2010 stieg er an Bord, doch verließ das Schiff 2013, nachdem er und die überlebenden Queen-Mitglieder sich nicht über die Richtung einigen konnten, in die der Film gehen sollte. Entweder war ihnen Baron Cohen zu bekannt oder sie hatten Angst, dass der Film zu einem Witz werden könnte. 3 Jahre später brachten beide Seiten spezifischere Beschwerden öffentlich zur Sprache. In einem Interview mit Howard Stern im März 2016 behauptete Baron Cohen, ein nicht namentlich genanntes Bandmitglied habe gesagt, Freddy würde nach der Hälfte des Films sterben. In der zweiten Hälfte wäre, Zitat, zu sehen, wie die Band von Erfolg zu Erfolg weitermacht. "Not one person is going to see a movie where the lead character dies from AIDS and then you carry on." Über Freddy gab es nach seiner Einschätzung zu viele erstaunliche und zumeist obszöne Geschichten, um mitten im Film zu sterben, aber Queen, Zitat, wollten ihr Vermächtnis als Band schützen. Darauf antwortete Brian May einen Monat später in einem Interview mit Daily Mail. Er beschuldigte Baron Cohen, die Presse zu belügen und bestritt, dass sie, Zitat, die Geschichte der Band beschönigen wollten und meinte, "Wir haben aus sehr guten Gründen entschieden, dass er nicht der Richtige für diese Rolle ist. Das wird sich zeigen, wenn man sieht, was er in letzter Zeit getan hat." Guys, we've got to carry on. Keine Figur in Baron Cohens Showtime-Serie Who is America ist düsterer als Gio Monaldo. Als milliardenschwerer Playboy, der in die abscheulichsten Abgründe der Gesellschaft vordrang, schaffte er es, einen Haufen schrecklicher Menschen dazu zu bringen, schreckliche Dinge zu bejahen. Baron Cohen verriet Deadline, dass ein Interview sogar für ihn zu weit ging. Er wollte herausfinden, wie Typen wie Harvey Weinstein mit ihren kriminellen Machenschaften davongekommen sind. Als Gio interviewte er einen Concierge in Las Vegas, der behauptete, für Milliardäre und Politiker gearbeitet zu haben. Während des Gesprächs deutete Gio an, dass er einen 8-jährigen Jungen missbraucht habe und rechnete damit, dass der Concierge sofort den Raum verlassen würde. Doch er blieb, wo er war, und bot sogar an, den Kontakt zu einem Anwalt herzustellen, der den Jungen zum Schweigen bringen könnte. Das Interview endete noch düsterer. Gio bat darum, ein Date mit einem Jungen zu arrangieren, und der Concierge sagte, er habe einen Kontakt, der ihm behilflich sein könnte. Das Produktionsteam übergab das Filmmaterial sofort an das FBI. Denn
Möglicherweise hatten sie gerade einen pädophilen Ring in Las Vegas aufgedeckt. Trotz der Ungeheuerlichkeit des Filmmaterials beschloss Baron Cohen, es nicht in die Serie aufzunehmen. Er erklärte, es war zu düster und falsch. Journalistisch gesehen war es faszinierend, aber es war so extrem und so düster, dass es für das Publikum einfach zu viel war. Baron Cohen wird nicht selten wegen seiner Arbeit verklagt, aber die Klagen fruchten so gut wie nie. Jeder Befragte, ob berühmt oder Laie, unterschreibt rechtliche Freigaben, die ihn daran hindern, Ansprüche gegen die Produzenten geltend zu machen. Selbst wenn das Interview an sich trügerisch ist, hat die Zielperson reichlich Gelegenheit, die Veröffentlichung zu überprüfen. Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens haben es noch schwerer, denn die Beweislast für Verleumdung ist für Prominente viel höher und sie können sich nicht gerade selbst diffamieren. Selbst Betrugsklagen gehen wahrscheinlich nach hinten los. Wie John Rosenberg, ein Anwalt mit dem Spezialgebiet der Unterhaltungsbranche zur New York Times sagte, wenn ich in einer Fernsehsendung auftrete im Glauben, dass es sich um ein seriöses politisches, themenorientiertes Format handelt, statt um diese Art von satirischer Darstellung und ich eine rassistische oder frauenfeindliche Bemerkung mache, dann war es nicht Sacha Baron Cohen, der mich zu dieser Aussage gebracht hat. Are women your slaves in Russia? No. Do you have slaves here? No slaves. In einem Fall war Baron Cohens Team jedoch im Unrecht. In Bruno interviewt die Titelfigur den Palästinenser Ayman Abdu Aita, der als Anführer der Milizengruppe Al-Aqsa Mertes Brigades beschrieben wurde. Doch das war gelogen. Abu Aita ist ein christlicher Palästinenser, von Beruf Lebensmittelhändler, ein gewaltfreier Aktivist und hat keinerlei Verbindungen zu paramilitärischen Gruppen. Abu Aita klagte auf Schadensersatz und hatte im Gegensatz zu allen anderen Recht. Bruno hatte Abu Aitas Worte nie gegen ihn verwendet oder ihn ohne seine Zustimmung falsch bezeichnet. Die Klage wurde später zur beiderseitigen Zufriedenheit aller Parteien beigelegt. Baron Cohen stellte Jojo Rabbit bei den Golden Globes 2020 mit folgenden Worten vor. Der Held des folgenden Films ist ein naives, fehlgeleitetes Kind, das Nazi-Propaganda verbreitet und nur imaginäre Freunde hat. Sein Name ist Mark Zuckerberg. Nach einigen schockierten Lachern scherzte er, dass das die Reste des Intros zu The Social Network seien. Diese Worte machten Schlagzeilen, sind aber eigentlich nur die Spitze des Eisbergs, wenn es um Baron Cohens Kampf gegen die sozialen Medien und der damit verbundenen Verbreitung falscher Informationen geht. Baron Cohen fordert schon lange eine stärkere staatliche Regulierung der sozialen Medien. Das prominenteste Beispiel dafür ist seine Dankesrede, nachdem ihn die ADL im November 2019 mit dem International Leadership Award ausgezeichnet hatte. Darin erwähnte er die gefährliche Gleichgültigkeit von Facebook, Google, Alphabet, YouTube und Twitter, deren sechs Haupteigentümer er als Silicon Six bezeichnete. Er ging im Detail darauf ein, wie nur eine Handvoll Unternehmen zur Zitat größten Propagandamaschine der Geschichte geworden sind und meinte, das gesamte Geschäftsmodell beruht darauf, mehr Aktivität zu generieren und nichts generiert mehr Aktivität als Lügen, Angst und Empörung. Baron Cohen hob den größten Teil seines Zorns für Zuckerberg auf, der sich im Monat zuvor gegen eine Regulierung der sozialen Medien ausgesprochen hatte, mit der Behauptung, er fände es zwar ekelhaft, den Holocaust zu leugnen, aber er würde das nicht aus Facebook entfernen, nur weil die Leute Dinge falsch verstehen. Als würden wir im Römischen Reich leben und Mark Zuckerberg ist Cäsar. Zumindest würde das seine Frisur erklären. Baron Cohen meinte es so ernst, dass er seine Rede später in der Washington Post veröffentlichen ließ. Sacha Baron Cohen verdient einen großen Teil seines Lebensunterhalts damit, Menschen zu verärgern und hat sich deshalb schon in viele prekäre Situationen gebracht. Zum Beispiel stand er in der MMA-Szene am Ende von Bruno einer Menschenmenge gegenüber, die ihn beschimpfte und mit Stühlen bewarf. Diesen Vorfall überlebte er nur, indem er durch eine Falltür entkam. Die Rodeo-Szene in Borat war noch feindseliger als im Film dargestellt. In einem damaligen Bericht der Roanoke Times wurde behauptet, dass das Buhen so laut war, dass es sogar die Mitarbeiter an den Ticketschaltern hören konnten. Der Rodeo-Produzent erkannte, dass es sich bei der Situation um eine Art Jux handelte, also eskortierte er alle aus dem Gebäude und riet ihnen, nach Hause zu gehen, bevor ein Aufruhr ausbrach. In Who is America machte Baron Cohen in Kingman, Arizona einer rassistischen Menschenmenge den Vorschlag, die größte Moschee außerhalb des Nahen Ostens zu errichten. Baron Cohen zählte drei Vorsichtsmaßnahmen auf. Das Publikum musste seine Waffen abgeben. Ein Bodyguard war vor Ort und Baron Cohen selbst erhielt ein kugelsicheres Klemmbrett. Der Dreh des Borat-Anschluss-Moviefilms war der bislang riskanteste und das nicht nur aufgrund der Pandemie. Der Time erzählte Baron Cohen, dass er bei einem Auftritt bei einer 3%-Rally eine kugelsichere Weste trug. Nachdem die Organisatoren die Bühne gestürmt hatten, eilte er zu seinem
seinem Auto. Doch kurz darauf war er umzingelt und die Türen wurden aufgerissen, bevor er letztendlich entkommen konnte. Wow, you really give 100 and maybe even 30% for these films. I mean, it is. Yeah, I have probably a mental problem. Schaut euch hier eines unserer neuesten Videos an. Außerdem kommen bald noch mehr Looper-Videos über eure Lieblingsstars. Abonniert unseren YouTube-Kanal und klickt auf die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst.